Einen wunderschönen guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schön, dass Sie Ihr Weg heute wieder hierher in unseren Webinarraum geführt hat. Ich heiße Sie beim Natur im Garten Webinar ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Daniela Tüchler. Ich bin Gemeindeberaterin für Natur im Garten im Waldviertel und ich freue mich auf diese Stunde, die ich virtuell gemeinsam mit Ihnen allen zum spannenden Thema Wildstauden heute hier verbringen darf. Ja, Go Wild, Verwendung heimischer Wildstauden im Gemeindebereich. So lautet unser heutiger Webinartitel und es warten wirklich spannende Inhalte und viele, viele herrliche, traumhafte Staudenbilder auf Sie. Und damit Sie sich die Inhalte später nochmal in Ruhe anschauen können, wird das Webinar auch aufgezeichnet. Das heißt, es folgt circa eine Stunde nach dem Webinar ein Link zur Nachschau. Der steht 5 Tage lang zur Verfügung. Und langfristig kommen dann alle Webinare auf Kommunalnet. Da kommt dann der Link auch gleich im Chat. Und da finden Sie wirklich alle vergangenen Webinare ab dem 2020er Jahr. Ja, der Chat ist Ihre Gelegenheit, mit uns heute hier in Kommunikation zu treten. Schreiben Sie uns hier zum Beispiel, wenn Sie eine Gemeinde sind oder eine Gemeinde kennen, die bereits vorbildliche Staudenbeete haben. Schicken Sie uns im Chat gern Ihre Fragen und teilen Sie mit uns und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Ihre Erfahrungen mit Staudenbeeten, Ihre Meinung dazu. Es läuft gerade eine Umfrage, wo wir gerne wissen möchten, wer Sie sind, wo Sie herkommen, welche Funktion Sie in Ihrer Gemeinde haben. Also bitte gerne an der Umfrage sich beteiligen. Das Gemeindewebinar in diesem Format, das wird vom Land Niederösterreich finanziert. Aber wo auch immer Sie herkommen, jeder ist bei uns ganz herzlich willkommen. Natürlich neben den Niederösterreichern auch alle Gemeinden aus allen österreichischen Bundesländern, aus Deutschland, aus der Schweiz. Also egal, wo Sie herkommen, wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Natur im Garten sozusagen weite Kreise zieht. Ja, wir haben die Infos für Niederösterreich und meine Bitte an alle Beraterinnen und Berater und Vertreterinnen und Vertreter aus anderen Bundesländern oder Ländern, bitte beantwortet gerne Fragen, die speziell zu euren Regionen im Chat auftauchen. Ja, und dann nur kurz zu Natur im Garten, bevor wir dann ins Thema reinstarten. Also die Vision von Natur im Garten, die ist ja überall die gleiche. Wir setzen uns sozusagen unermüdlich für die naturnahe Gestaltung und die naturnahe Pflege aller öffentlichen und aller privaten Grünräume ein. Und da gibt es dabei 3 Kernkriterien, das sind eigentlich 3 No-Gos, kann man sagen. Also wichtig ist uns, keine chemisch-synthetischen Pestizide zu verwenden, keine chemisch-synthetischen Düngemittel, also keine Mineraldünger und keinen Torf. Und es gibt bereits sehr viele Natur im Garten Gemeinden, die diese Kriterien per Gemeinderatsbeschluss auch offiziell einhalten. Also einen herzlichen Glückwunsch und ein großes Dankeschön an all die Gemeinden, die das schon so vorbildlich umsetzen. Und falls Sie als Gemeinde jetzt im Moment vielleicht nur nicht ganz so sicher sind, vielleicht nur ein bisschen Unterstützung auf diesem Weg brauchen, wir Regionalberaterinnen und Berater, wir sind gerne für Sie da. Wir kommen auch gerne zu Ihnen vor Ort und gehen die Voraussetzungen mit Ihnen gemeinsam durch, schauen, was man noch braucht. Also wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Ein Anruf oder ein E-Mail genügt und wir sind zur Stelle. Gut, dann werde ich einmal die erste Umfrage auflösen. Sie müssten sie jetzt auch sehen. Also heute haben wir hier mit dabei 4% Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister, 9% Mitglieder aus dem Gemeinderat, 30% Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vom Bauhof oder von der Stadtgärtnerei, 9%, die in der Amtsleitung oder Verwaltung tätig sind, 7% von einem Verschönerungsverein oder ähnlichem, 16%, die schon Expertinnen oder Experten zum Thema sind und 22% sind interessierte Bürgerinnen und Bürger. Gut, dann gebe ich diese Umfrage weg und starte auch gleich mit der zweiten Umfrage sozusagen ins Thema hinein. Wir würden außerdem jetzt gern von Ihnen wissen, was Sie denken. Worin besteht für Sie das größte Potenzial von Wildstauden? Ich weiß, es ist jetzt dann nur eine Antwort möglich und es ist uns bewusst, dass in Wirklichkeit alles zutrifft. Trotzdem würden wir einfach von Ihnen gern wissen, was Ihnen am allerwichtigsten erscheint. Ist es die Förderung von heimischen Arten
Ist es, dass diese Wildstaudenbeete klimafit sind? Ist es, dass die besonders insektenfreundlich sind? Dass sie ein naturnahes Erscheinungsbild haben? Oder irgendwas anderes? Das können Sie gern im Chat anmerken. Ja, und während die Umfrage läuft, starten wir jetzt auch gleich mit dem Beitrag meiner lieben Kollegin Martina Lill-Reiner. Die Martina ist Regionalberaterin im Weinviertel. Sie ist Gärtnerin und Landschaftsplanerin und der Naturschutz ist ihr ein ganz ein großes Anliegen und sie mag Stauden, ganz speziell Wildstauden. Und deshalb ist die Martina die perfekte Referentin für uns für heute hier. Herzlich willkommen, Martina. Danke, vielen Dank für die Lorbeeren, Dani. Ein herzliches guten Morgen an Sie. Und ich möchte gleich auch sagen, ich finde es so toll, wir haben inzwischen so einen großen Stock an Stammhörern oder Stammteilnehmern. Ich finde es echt super. Ja. Martina, ich starte jetzt gleich. Dann kannst du sofort mit dem Thema loslegen. Ja, danke schön. Bitte sehr. Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Heute soll es darum gehen, wie wir wieder ein bisschen mehr Wildnis in unsere Ortschaften, in die Dörfer und die Städte reinkriegen können, zum Beispiel eben mit Wildstauden. In den letzten Jahrzehnten war der Trend ja eigentlich gegenläufig. Wenn irgendwo noch ein Eck war, wo es ein bisschen wilder zugegangen ist, dann war das sofort irgendwie eine Gstätten. Ja, da wurde viel Böschungen zum Beispiel wurden dann gleich mit Kotoniaster oder Wacholder bepflanzt, damit das ja schön sauber und ordentlich ausschaut. Und damit geht ja natürlich auch die Biodiversität verloren, ja. Also all diese Arten, die auf die Wildpflanzen angewiesen sind, die Bienen und die Schmetterlinge. Und deswegen möchte ich Sie gerne einladen, zu überlegen, ob man da nicht einfach wieder mehr Wildnis zurückbringen kann in die Gemeinden, zum Beispiel mit schön blühenden Staudenbeeten, wie hier ein Beispiel aus der Gemeinde Pfaffstetten. Vielleicht ein bisschen zuerst, was der Unterschied ist dann oder zwischen den Beetstauden, wie wir sie normalerweise kennen, und den Wildstauden. Also Stauden sind ja mehrere Pflanzen, die quasi im Herbst einziehen und im Frühling wieder kommen. Und da gibt es ein sehr großes Sortiment und auf dem linken Bild sieht man da Klassiker, zum Beispiel der Sonnenhut oder Phlox oder die hohe Fetthenne, aber da gehören ganz viel mehr Stauden dazu, der Rittersporn, die Pfingstrosen, ja, das ist ein ganz großes Sortiment. Auch Gräser und Zwiebelpflanzen zählt man zu den Stauden. Und die Beetstauden, das sind einfach, die haben irgendwann natürlich auch mal von Wildformen abgestammt, aber die sind eben im züchterisch bearbeitet worden, ja, teils schon sehr lange. Da wurde dann einfach geschaut, dass sie zum Beispiel so selektiert, dass sie größere Blüten bekommen oder eine größere Vielfalt an Farben oder dass irgendwie am Wuchs irgendwie selektiert wurde, ja. Während hingegen die Wildstauden, die werden jetzt zwar auch gärtnerisch können sie vermehrt werden, aber in ihrer ursprünglichen Form, so wie sie halt am Wildstandort vorkommen. Und man sieht dann auch schon in diesem Bild, glaube ich, ein bisschen, auch Wildstauden sind sehr blütenreich und sehr farbenfroh, aber die Blüten sind dann zum Beispiel ein bisschen zarter, kleiner. Ja. Wenn wir dann Wildstauden möchten in der Gemeinde, die eben auch die Biodiversität fördern, da wäre es dann eben super, wenn man auf heimische Wildstauden zurückgreift, weil prinzipiell gibt es ja auch in Afrika oder in Amerika Wildstauden. Aber für unsere Bienen, Schmetterlinge, die es bei uns gibt, die bei uns heimisch sind, die sind natürlich an unsere heimischen Wildstauden angepasst. Ja. Weil es gibt zum Beispiel, in Amerika gibt es Blumen, die sind darauf angewiesen oder darauf spezialisiert, von Kolibris bestäubt zu werden. Das würde dann bei uns nicht viel Sinn machen. Die würden für unsere Nektarsuche quasi, ja, haben sie einfach kein Futter, sagen wir so. Deswegen in Mitteleuropa heimische Arten, die nicht züchterisch bearbeitet sind. Und dann gibt es noch so eine Königsklasse quasi. Das ist, wenn die Stauden vielleicht sogar aus einer regionalen Abstammung oder Vermehrung sind, dass in einer bestimmten Region die Samen gesammelt werden von den Stauden und vermehrt und in der Region wieder ausgepflanzt werden. Weil zum Beispiel die Pflanzen dann für uns gar nicht sichtbar, aber dann doch ein bisschen in der Genetik variieren. In Großräumen, ja, eine Glockenblume zum Beispiel, ja, dieselbe Art von Glockenblume, wenn die irgendwie in einer Wiese am Ötscherhang steht, dann ist das was anderes, als wenn sie irgendwo im Flachland ist.
weil die Pflanzen tun sich dann nochmal ein bisschen spezialisieren auf die jeweiligen Klima- und Standardbedingungen, ja. Und tun, dort, wenn man sie aus der Region hat, dann sind sie nochmal spezieller an die Bedingungen in der Umgebung angepasst. Aber das ist, wie gesagt, dann schon die Königsklasse. Und ich möchte Sie einladen, wenn Sie sich mal mehr für unsere heimischen Staudern interessieren, da gibt es ja dieses schöne Buch, die ökologische Flora von Niederösterreich. Hat ca. 500 Seiten, also ist mal was für ruhige Winterabende zum Durchschmückern, aber mit vielen Bildern und sehr spannend, was bei uns alles eigentlich heimisch ist. Und das Tolle in Niederösterreich ist, es gibt da so viele verschiedene Regionen, ja. Also es gibt eben zum Beispiel das Machfeld, das ist ganz anders als eben zum Beispiel das Ötscher Gebiet, wo es dann eben schon in Richtung Gebirge geht. Und diese große Vielfalt spiegelt sich halt auch in den Staudenwittern. Wenn man jetzt ein Staudenbeet bepflanzt mit Wildpflanzen, dann ist auch noch zu beachten, dass das ein bisschen einen Unterschied macht in der Pflege. Links wieder dieses Beetstaudenbeet, das ist eher, man sagt dazu, statisch. Ja? Wenn Sie dort das pflanzen, dann erwarten Sie, dass nächstes Jahr an derselben Stelle dieser Staude wieder austreibt und es quasi jedes Jahr dasselbe Bild gibt. Ja? Während bei Wildstauden ist das eher dynamisch. Ja. Die Wildstauden sind zum Teil kurzlebig. Sie samen sich aus und kommen dann an einer Stelle wieder oder sie durch andere unterirdische Vermehrungsorgane verbreiten sie sich. Ja. Und da ist es so, dass das quasi dann jedes Jahr anders ausschaut, je nachdem, wie sich die Stauden ausbreiten. Und da muss man dann auch in der Pflege drauf eingehen. Da muss man dann quasi im Frühling beim Jäten erkennen können, was sind jetzt die Staudenpflänzchen, die ich haben will. Muss man von Unkraut unterscheiden können und dann auch eben eingreifen und sagen, die eine Staude, die nimmt jetzt vielleicht überhand, die muss ich ein bisschen reduzieren und dafür die andere ein bisschen fördern. Ja. Also das ist quasi in der Pflege zu beachten. Genau, das erfordert eben Fachwissen, aber das ist auch bei den statischen Staudenbeeten so. Also Staudenbeete brauchen immer Fachwissen. Also wenn Sie Staudenbeete in Ihrer Gemeinde haben, dann wäre es gut, wenn Sie da auch geschultes Personal dafür haben oder es eventuell an einem Profi auslagern. Sie müssen das jetzt aber nicht so dogmatisch trennen, dass Sie sagen, ich kann jetzt in einem Beet nur Prachtstauden haben, Beetstauden oder nur Wildstauden. Natürlich ist es auch erlaubt, das zu mischen. Ja. Das gibt auch sehr schöne Kombinationen. Und kann man vielleicht auch die Vorteile von beiden gut miteinander kombinieren. Hier sieht man wieder dieses Staudenbeet aus Pfaffstätten im zeitigen Frühling und dann schon im Frühsommer, wie das gerade prächtig blüht. Ja, also auch mischen zwischen diesen beiden Kategorien ist gerne erlaubt. So, damit bin ich jetzt schon mal am Ende von meinem ersten Teil und damit geht es dann schon zur Frau Prader zu unserem Gemeindebeispiel. Na, zuerst machen wir noch bei der Umfrage weiter. Ja. Martina, es ist in im Chat jetzt die Frage gekommen, ob du bitte den Buchtitel noch im Chat teilen könntest. Also wenn du das kurz abtippeln kannst, bin ich dir dankbar. Mhm. Und ich löse jetzt mal die Umfrage auf, die wir gehabt haben. Und zwar wollten wir wissen, worin besteht für Sie das größte Potenzial von Wildstauden? Und 30% sagen, die Förderung der heimischen Arten ist am wichtigsten. 13% ist es am wichtigsten, dass die klimafit sind. 43% sagen, die Insektenfreundlichkeit ist am wichtigsten. 13%, dass es ein naturnahes Erscheinungsbild gibt. Und im Chat ist auch noch gekommen, dass eben, wenn es heimische Orten sind, sowieso automatisch die Insektenfreundlichkeit dann mitkommt. Gut, dann haben wir eine dritte Umfrage auch noch vorbereitet. Und zwar würden wir natürlich jetzt gern so ein bisschen einen Überblick bekommen, wie es bei Ihnen ausschaut. Gibt es in Ihrer Gemeinde schon Wildstaudenbeete? Ja, es gibt ein paar wenige. Ja, es gibt sehr viele. Nein, derzeit gibt es keine oder es gibt derzeit noch keine, aber es ist für die Zukunft angedacht. Also bitte bei dieser Umfrage gerne wieder mitmachen, damit wir so ein bisschen einen Einblick kriegen, wie es bei Ihnen in den Gemeinden draußen aussieht. Und jetzt, Verzeihung. Und jetzt ist eine engagierte Gemeinderätin bei uns zu Gast. Sie hat sich für die Anlage von Wildstaudenbeeten in ihrer Gemeinde stark gemacht.
Herzlich willkommen im Naturimgarten-Gemeindewebinar an geschäftsführende Gemeinderätin Ursula Prader aus der Gemeinde Mauerbach. Da ist sie, die Frau Prader. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich stoppe schon mal. Ja, mir ist das Thema ein ganz großes Anliegen, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Den ersten Versuch habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren gestartet. Das ist dann schon ziemlich versickert daneben gegangen. Da war die Zeit nicht reif. Und ich muss auch sagen, Pfaffstätten, das würde ich mir gerne mal anschauen. Das schaut wirklich ganz toll aus. Frau Prader, würden Sie uns bitte mal ein bisschen was darüber erzählen, welche Pflanzungen in Ihrer Gemeinde mit Wildstauden bis jetzt gemacht worden sind? Es ist so, dass wir haben eine ganz, ganz lange, elendslange Hauptstraße und die war bis vor wenigen Jahren noch recht ursprünglich mit mehr Sandstreifen, rechts und links keine Gehsteige und wurde dann sukzessive Abschnitt für Abschnitt quasi also auf heutigen Stand gebracht mit Gehsteig und eben diesen sogenannten berühmten Ohrwascheln und teilweise auch Bäume. Wir hatten früher sehr viele uralte Birnbäume, die sind der Reihe nach auch durch das Schneiden natürlich dann langsam eingegangen. Es wurde aber vieles nachgesetzt mit, wir schauen jetzt sehr darauf, dass das also hitzeverträgliche Pflanzen sind, Bäume. Und diese Wildstauden, also einige dieser Ohrwascheln entlang der Hauptstraße sind eben jetzt mit Wildstauden bepflanzt. Und das, ja, mir gefällt es wahnsinnig gut. Ja, schaut toll aus. Sie haben eh dann, glaube ich, ein paar Fotos. Genau, sollen wir gleich mal ein Foto herzeigen? So, in der Präsentation weiter. Das wäre mal so ein Bild entlang der Straße. Genau, genau. Und da sieht man schon etwas sehr Wichtiges, was weiß ich immer dann auch wichtig, wie die Akzeptanz in der Bevölkerung ist, weil da fahren ja die Leute täglich vorbei. Ein Wildstaudenbeet im Gegensatz eben zu einem, wie man es früher so klein schön brunnenmäßig gekannt hat, hat eben dann Zeiten, wo es fantastisch ausschaut und dann hat es andere Zeiten, wo es nicht so fantastisch ausschaut. Und das muss man einkalkulieren, mit dem muss man halt leben lernen, so wie wir halt alle ein bisschen mehr uns wieder darauf besinnen müssen, dass die Natur nicht nur ein Behübschungsprogramm ist, sondern auch eine Funktion erfüllt. Da ist sehr viel Salbei drin, es gibt ja unglaublich viele Salbeiarten, die eben auch ganz verschiedene Farbtöne haben. Und ich glaube, vorne, das sind so Steinnelken, die wachsen auch gut in diesem trockenen Ding. Denn diese Ohrwascheln haben, darum sollten sie auch nicht so klein sein, wenn man irgendwo quasi Neuanlagen macht, weil ja die Bordsteine einbetoniert sind. Das heißt, wenn es wirklich dann trocken ist im Sommer und heiß, ist der Rand quasi zum Beet hin, der wird dann schon sehr trocken. Also da muss man wirklich schauen, dass man gerade am Rand was Niedriges, was mit sehr wenig Wasser auskommt, hinsetzt. Ja. Das ist schon mal ein guter Tipp, gut zu wissen. Haben Sie jetzt zu den Arten schon gesagt, also, aber welche Arten wurden so generell verwendet? Sind es wirklich reine Wildstaudenpflanzungen oder anderen Arten? Wildstauden. Wobei, ich glaube, es ist auch nicht das eine, oder wir haben das Glück, dass wir eine solche Gärtnerin im Ort haben, die auch natürlich die alles sehr gut kennt, wie die Verhältnisse sind. Und die hat, ja, also Salbei kommt sehr viel vor, dann Flockenblume, Majoran ist was Tolles, der ist unglaublich, den sieht man da rechts jetzt, ich habe das da genau rechts in dem vorderen Bereich, das ist dieser hohe Majoran, der ist ganz toll für Schmetterlinge und Bienen, also das ist ja auch ein Hauptblickpunkt, dass man schaut, dass man Pflanzen nimmt, die Insekten anziehen. Links sieht man diesen Kugellauch, den man ja in den Gärten hat, der ist äußerst robust, der vermehrt sich und das ist auch eine höchst attraktive Pflanze. Und im Hintergrund das Blaue ist allein und der ist natürlich auch ein zauberhafter Genosse. Der verblüht dann auch irgendwann und dann, wie gesagt, der fällt dann aus und kommt dann irgendwo wieder. Und wenn er dann halt abgeblüht ist, schaut es halt dann vorübergehend nicht so prächtig aus. Natürlich macht man die Fotos, wenn es gerade prächtig ausschaut. Und andere, wie rechts dort im Vordergrund die Königskerze oder eine Königskerzenart, da gibt es ja auch ganz viele. Da gibt es ja einige in Österreich, die ganz, ganz, ganz streng geschützt und sehr selten sind. Also man kann auch da Pflanzen wählen.
die durchaus Seltenheitswert haben. Jetzt zum Beispiel, ich bin da unlängst gegangen, die Paula Pollack, die das gestaltet hat, hat auch im Frühling sehr Krokusse gesetzt. Und zwar botanische, also keine einheimischen, kleinen, winzigen, sondern kräftig leuchtende, was für diesen Fall eine gute Wahl ist. Und es ist natürlich schon sehr nett, wenn da jetzt die leuchtenden lila und gelben Krokusse schon als erster Blumengruß an die vorbeigehende oder fahrende Bevölkerung sind. Ja. Ich gehe gleich auf das nächste Bild und habe auch gleich mit dabei eine Frage aus dem Chat. Und zwar war die Frage, ob die Pflanzen im Topf gekauft wurden oder gesät wurden. Nein, die werden, glaube ich, im Topf. Also das, ich kann mich noch an Bilder erinnern, wie die Frau Pollack das gepflanzt hat. Die sind aus dem Topf, diese Pflanzen. Sie bezieht das alle. Da gibt es verschiedene Gärtner, die das heranziehen, eben so einheimische Staudengärtner. Aber ich denke, bei Natur im Garten gibt es da sicher auch Hinweise. Es gibt ja auch viele Gärtner, die Partnerbetriebe von Natur im Garten sind. Und bei denen kann man das sicher eruieren. Also das lässt sich sicher herausfinden, wo die Pflanzen her sind. Das kann jetzt so auch nicht antworten. Aber nicht gesät, sondern gesetzt. Okay, super, danke. Ja. Und ein bisschen haben Sie es ja schon angesprochen. Wie ist denn jetzt so das Feedback aus der Bevölkerung? Wie kommt das an? Also ich muss sagen, ich wäre ja meine Umweltagenten berücksichtigend, wäre ich ja sehr oft angerufen, wenn irgendwo eine Katastrophe ist, wenn zum Beispiel wo ein Baum gefällt wurde oder wann der Biberdamm eingerissen wurde. Und die meisten positiven Rückmeldungen und Anrufe in meinem langen Gemeinderatsleben habe ich wegen dieser Straßenbepflanzung bekommen. Und ich glaube, es war auch auf der Gemeinde so. Also da gab es ganz viel positives Feedback. Natürlich, wenn dann die Zeiten sind, wo es einmal nicht so hübsch ausschaut, weil alles halt abgeblüht ist, da darf man es ja noch nicht abschneiden, weil die Pflanzen ja aussehen sollen. Das heißt, die sind halt dann in einem heißen Sommer, wird es halt dann ein bisschen trocken. Und dann gibt es natürlich Stimmen, die sagen, das schaut ungepflegt aus. Etwas ist auch noch wichtig. Es war dann bei uns der Fall, dass im Sommer wahnsinnig viel gerenkt hat, so im Juni. Und dann sind gewisse Pflanzen einfach sehr hoch geworden. Und wie wir dann, die haben das auch abschnittsweise gemacht. Und man hat dann also besprochen mit der Frau Pollack für den nächsten Abschnitt, den sie aber jetzt nicht gemacht hat, den hat jetzt ein anderer Gärtner in Mauerbach gemacht, dass man wirklich Pflanzen nimmt, die ja nicht so hoch wird, weil das darf an einer Straße, wenn es an einer Straße ist, nicht sein, wegen der Sichtbarkeit von Fußgängern, Radfahrern und ein- und ausfahrenden Autos. Und auf dem Bild sieht man jetzt die sozusagen die günstigere Variante und auch die pflegeleichtere, eben die Blumenwiese. Das ist natürlich auch herrlich, in vielen dieser Samenmischungen sind auch Mohnblumen drin. Die verschwinden zwar in der Folge wieder, aber das macht man, damit gleich im ersten Jahr etwas blüht, weil viele unserer Wiesenblumen sind zweijährige Pflanzen, die bilden im ersten Jahr eine Rosette und im zweiten Jahr blühen sie dann erst. Und damit die Leute nicht sagen, naja, da blüht ja jetzt nichts. Sind halt Mohnblumen drin, die dann halt natürlich ein ganz ein prächtiges Bild abgeben. Sie haben ein bisschen was jetzt zur Pflege auch schon erzählt. Gibt es irgendwas, was man bei den Pflegearbeiten berücksichtigen muss? Was wird bei Ihnen durchgeführt? Und auch ein bisschen, ist da ein Unterschied zwischen dem ersten Jahr, eben wo eben beim Blumenwiese zum Beispiel eben andere Pflanzen durchkommen und dann in den Folgejahren? Also die Wiese ist eben relativ einfach, die braucht man nur nach Abblühen der Blumen irgendwann einmal mähen und dann wächst sie wieder langsamer nach. Bei den Staudenbeeten ist es schon so, und das ist schon ein großer Knackpunkt, das muss man sich gut überlegen, das wurde ja auch im Vortrag schon genannt, also es muss eine fachliche Betreuung sein oder jemand in der Gemeinde kennt sie einfach mit Pflanzen gut aus. Das wurde ja schon gesagt, wenn dann die selber aussamen, dann muss sie einfach beim Ungradierten wissen, was ist eine Pflanze und was ist jetzt wirklich der Löwenzahn, den man dort jetzt nicht möchte. Es ist sicher in den ersten Jahren, ist es eine Arbeit für den Bauhof oder wer das halt betreut oder jemand externer. Das muss ja die Gemeinde gut überlegen. Das heißt, man muss das schon besprechen und nicht gegen, nicht sagen, hol oder roh, das machen wir jetzt, weil das ist so toll. Und dann kommt man nicht noch mit der Pflege. Wenn das Ganze dann einmal diese Staudenbeete gut zugewachsen sind, ist es nur mehr wenig Pflege, weil dann muss man es eigentlich nur mehr zurückschneiden, im Herbst alles Verdorrte weg und im Frühling treibt es wieder aus. Mhm. Im Chat ist jetzt eine Frage noch zu den Blumenwiesensamen, der da verwendet wurde, wo der bezogen wurde.
Also es gibt, das habe ich jetzt nicht so genau, da war ich jetzt nicht, ich habe das ja immer nur sozusagen betreut vom Umweltausschuss aus, aber die Frau Pollack weiß das sicher, es gibt da in Niederösterreich Leute, die darauf spezialisiert sind, Blumensamenmischungen einheimischer Blumenwiesen zu züchten, zu sammeln, nehme ich an, das werden alles Wildsammlungen sein. Aber entweder Natur im Garten weißt du eh was, aber sonst lässt sich das über die Frau Pollack ganz bestimmt herausfinden. Genau, und über die Frau Paula Pollack ist eh im Chat schon ein bisschen was geschrieben worden, also da findet man sicher was heraus. Mhm. Haben Sie noch einen abschließenden Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht am Überlegen sind, ob sie selber Wildstaudenbeete machen sollen oder vielleicht doch lieber nicht? Was ist ganz wichtig? Das Wichtigste ist, dass man sich mit denen, die das pflegen werden, zusammensetzt, dass man schaut, welche Ressourcen haben wir und welches Wissen haben wir. Und dann vielleicht, wenn es irgendwie möglich ist und man hat eine Fläche, dass man sagt, wir probieren das jetzt einmal aus. Weil eine kleinere Fläche ist sicher gut zu machen. Es gibt da in manchen Gegenden in Niederösterreich, zum Beispiel in Litschau im Waldviertel, da gibt es die Litschauer Blumenweiber und die übernehmen dann die Fläche. Das ist also da die Bürger einzubeziehen, ist natürlich, wo das möglich ist, eine tolle Sache, weil da gibt es oft Leute, die selber einen Naturgarten haben und die kennen die Blumen und die wissen, wenn da was Grünes aufkommt, dass das die Schafgarbe wird oder ein Löwenzahn. Also das sollte man als Ressource, finde ich, durchaus in Erwägung ziehen und sich einfach zusammensetzen und drüber reden. Die Sache an und für sich zahlt sich auf jeden Fall aus. Es ist wunderschön und es ist für die Insekten toll und es ist einmal einfach was ganz anderes als die übrigen einmal im Jahr auf Quadrat geschnittenen Bodendecker und Kleinstauden. Die Frau Pollack verwendet übrigens bewusst zum Beispiel keinen Lavendel, weil sie sagt, der ist pflegeintensiv, den muss man zurückschneiden und schaut zwar toll aus und kann man natürlich machen, aber man muss sich bewusst sein, alle diese verhölzenden Gewächse, die brauchen mehr Pflege, weil sie dann schon halbwegs sachgerecht geschnitten werden müssen, damit sie nicht vergehen. Ja, wunderbar. Mut zum Beginn, sage ich. Vielen, vielen Dank, Frau Prader, für Ihr tolles Engagement und dass Sie die Entstehung von Wildstaudenbeeten so vorantreiben. Ich möchte nochmal der Gemeinde Mauerbach recht herzlich dazu gratulieren, dass sie sich für diese naturnahe Art der Beetgestaltung entschieden hat. Alles Gute wünsche ich Ihnen für die heurige Gartensaison und Natur im Garten schickt die liebsten Grüße nach Mauerbach. Alles Gute. Gut, an dieser Stelle werde ich jetzt einmal die Umfrage, da machen wir mal die Präsentation stoppen, dass man uns wieder sieht. So, und dann gehe ich zur Umfrage. So. Sie müssten jetzt das Ergebnis der dritten Umfrage sehen. Also wir wollten ja wissen, ob es in Ihrer Gemeinde Wildstaudenbeete gibt. Und 52% sagen, ja, ein paar wenige Wildstaudenbeete gibt es schon. Das ist ja ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist ja wunderbar. Ein paar wenige, also nur 1% sagen, ja, es gibt schon sehr viele. 29% sagen, es gibt derzeit keine. Und 16% sagen, derzeit gibt es noch keine. Aber für die Zukunft ist es eventuell angedacht. Gut, an dieser Stelle übergebe ich dann auch wieder an dich, liebe Martina Lill-Reiner. Frau Prader hat uns ja schon einiges berichtet, aber was müssen wir denn jetzt noch wissen, damit die Anlage von Wildstaudenbeeten gut klappt? Ich starte wieder deine Präsentation. Eins weiter. Ja. Ich gebe wieder an dich. Bitte, Martina. Danke. Also es sind ja schon sehr viele Fragen im Chat. Ich werde auch schauen, dass ich die alle jetzt im Zuge des Vortrages noch beantworte. Und meine Kollegen natürlich auch. Und ich finde das voll super, dass so ein großes Interesse dran gibt. Ja, hier wollte ich nochmal zeigen, warum es eigentlich das braucht. Mehr Wildnis in den Dörfern. Das ist zum Beispiel ein Luftbild. Das ist nicht Mauerbach, das ist ein Dorf im Weinviertel. Aber es soll ein bisschen zeigen, rundherum ist halt viel Landwirtschaft, intensive Landwirtschaft. Die brauchen wir für die Lebensmittelproduktion. Aber der Platz für Wildpflanzen geht halt immer mehr verloren und dadurch auch der Lebensraum. Und unsere Dörfer, die sind eben noch so quasi so Refugien, wo man eben Platz schaffen kann oder lassen kann für die Wildpflanzen. Ja, das sind zum Beispiel diese Bewohner oder Mitbewohner, die wir damit gerne fördern möchten. Wildbienen oder Honigbienen.
Und die mögen zum Beispiel sehr gerne Salbe atmen, wie hier auf dem Bild. Die mögen gerne Malbum atmen, die mögen den echten Dos, wie wir auch schon gehört haben, von der Frau Prada. Die mögen Thymian atmen und viel, viel mehr. Also sehr viele unserer heimischen Blütenpflanzen sind daran angepasst, von den Bienen bestäubt zu werden. Oder zum Beispiel Schmetterlinge. Da kommt dann auch noch dazu, dass die nicht nur Futterpflanzen brauchen in Form von Nektar, sondern dass die auch im Raupenstadium Futterpflanzen brauchen, geeignete. Und zum Beispiel mögen die Schmetterlinge, die mögen dann eher Blumen, wo sie eben drauf sitzen können. Und eignen sich zum Beispiel viele Nelkenarten oder Skabiosen, so wie auf dem Bild rechts, viele Distelarten, Fetthennen, wie auf dem Bild links und auch viele, viele mehr. Und was man nicht so im Bild hat, aber es gibt auch Vögel, die die Samen von Wildstauden fressen. Und natürlich profitieren die Vögel auch davon, wenn durch die Wildstauden die Insekten zunehmen. Ja, im Frühling zum Beispiel füttern sie ihre Jungen damit. Aber hier sehen wir zum Beispiel einen Distelfink, der da die Zimmereien frisst. Und darum ist es auch zum Beispiel wichtig, dass man die Stauden über den Winter stehen lässt, damit diese Zimmereien erhalten bleiben, auch für die Vögel. Und ich möchte auch noch dazu sagen, wenn es vielleicht Überlegungen gibt, ja, wenn das jetzt am Straßenrand ist, ist das dann überhaupt geeignet für Insekten zum Beispiel? Also ich würde sagen, wenn Sie jetzt irgendwo eine Durchzugsstraße haben, wo LKWs mit hoher Geschwindigkeit durchbrettern, dann ist das wahrscheinlich nicht geeignet, aber überall sonst so normale Ortsstraßen, die normale Verkehr im Ortsgebiet, wo vielleicht ein paar Stunden am Tag nur Verkehr ist, ja, gerade zu den Spitzen und sonst ist es hier ruhiger, das nutzen dann die Insekten schon sehr gut. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar weitere Beispiele zeigen. Das ist zum Beispiel von Bruck an der Leiter. Da wurde ein Wildstaudenbeet mit Kartäusernelke und Blutstorchschnabel zum Beispiel vor der Schule gemacht. Und die Kinder haben dann gleich auch ein Insektenhotel dazu gebastelt. Ich finde das eine sehr, sehr nette Kombination. Damit die Kinder auch gleich ein bisschen da Bewusstsein dafür kriegen. Das ist zum Beispiel, das ist in Baden. Damit möchte ich sagen, dass man die Beete auch nicht nur mit den Pflanzen, sondern auch mit verschiedenen Elementen auch naturnah gestalten kann. Hier wurden zum Beispiel ein paar größere Steine hineingelegt. Das kann dann zum Beispiel für Insekten ein Rastplatz sein, wo sie dann sich aufwärmen können zum Beispiel. Oder das ist nochmal das Pfaffstätten. Die haben, das ist ein Bild aus dem Herbst und da haben sie so Weinstöcke. Haben sie da in die Beete reingetan, auch so ein bisschen, um Arten zu fördern, die halt auch ein bisschen Totholz brauchen. Und es ist aber auch ein dekoratives Element quasi. Ja, das ist noch ein Beispiel, auf das ich näher eingehen möchte. Das ist aus Retz, also vom Norden von Niederösterreich, wo es schon recht warm und trocken ist. Und da gibt es so eine Allee, sieht man links auf dem Bild. Und unter der Allee waren Rasenflächen oder so Beete, die mit einjährigen Pflanzen gepflanzt worden sind. Und damit war man immer sehr zufrieden. Im Sommer ist es schon sehr braun geworden bei Trockenheit. Und das war auch von der Pflege her aufwendig. Und hat man sich überlegt, wie könnte man da jetzt eine Pflanze machen, die Klimawandel angepasst ist, also die Hitze und Trockenheit gut verträgt und die trotzdem auch pflegeleicht ist. Und dann haben sie eben so eine Baumunterpflanzen gemacht, wie rechts auf dem Bild. Eine Kombination aus Beet und aus heimischen Stauden. Da sieht man zum Beispiel die Färberkamele oder so ein Federgras mit so einem Kiesmulch. Und man sieht, das wird schon recht schön. Das ist noch im ersten Jahr. Ein weiteres Bild. Und falls Sie da das näher sich anschauen wollen, das ist auch sehr spannend. Die haben das im Zuge einer Diplomarbeit gemacht. Eine Diplomantin hat sich angeschaut, welche Pflanzen sind in der Umgebung heimisch und könnte man in so ein Staudenbeet integrieren. Und das können Sie gerne nachlesen unter dieser Diplomarbeit, wie Sie da vorgegangen sind. Ja. Wenn Sie das gerne mal in Ihrer Gemeinde ausprobieren möchten, so ein Wildstaudenbeet,
und sich überlegen, ja, welche Pflanzen könnte ich nehmen. Wir haben im Projekt Symbio, das ist ein grenzüberschreitendes Projekt mit Tschechien, da geht es auch um Förderung der Biodiversität, haben wir so Musterbeete erstellt, so wie das hier zum Beispiel, das ist voriges Jahr im Frühjahr gepflanzt worden, ein Musterbeet im Waldviertel, und da sind die Pflanzen bereit für die Pflanzung. Und wir haben eben 6 so verschiedene Musterbeete erstellt, 3 für die Klimaregion vom Waldviertel und 3 für die Klimaregion vom Weinviertel. Das passt natürlich auch zu Ihrer Gemeinde, wenn Sie in einer ähnlichen Klimaregion sind. Und jedes Musterbeet ist für ca. 4 Quadratmeter ausgelegt. In jedem Musterbeet finden Sie diese Beschreibung dabei. Das steht dabei, welche Pflanzen das sind, und eine kurze Erklärung dabei. Und so ein Bepflanzungsplan ist dabei. Den sehen Sie da oben, wo angegeben ist, wie man die Pflanzen auspflanzt. Und drunter nochmal so eine Beschreibung von den Pflanzen, wann sie blühen und in welcher Farbe sie blühen. So kann es zum Beispiel dann ausschauen. Das ist ein Beet, das im Weinviertel gepflanzt worden ist. Das ist auch im April gepflanzt worden und im Juli hat schon so ausgeschaut. Die Pflanzen sind schon angewachsen und da blühen auch schon die ersten. Als Mulch hat man hier Miscanthus genommen. Und so kann es dann zum Beispiel im Oktober ausschauen. Das hat auch die Frau Prada ein bisschen gesagt. Man lässt eben diese vertrockneten Blütenstände stehen, damit man eben die Samen hat, die sich aussamen, oder eben als Futter zum Beispiel für Vögel. Und es blüht noch ein bisschen was. Auch das ist im Frühling angepflanzt worden. Und man sieht, im Herbst hat das die Fläche schon ziemlich gut zugemacht. Und das möchte ich Ihnen auch noch mitgeben. Wenn Sie so etwas machen in Ihrer Gemeinde, dann wird es Leute geben, die das ganz super finden, die sich dem Gedanken anschließen können, die Biodiversität zu fördern. Und dann wird es aber Leute geben, die, sagen wir so, da eher ein bisschen vielleicht skeptisch sind oder so mit Vorsicht an Neuerungen rangehen. Ich habe das selbst erlebt. Also eines dieser Musterbeete im Weinviertel wurde ausgepflanzt und am nächsten Tag ist dann schon eine Bewohnerin zum Amtsleiter gegangen von der Gemeinde und hat gesagt, die Gemeinde hat da Unkraut gepflanzt, warum? Ja, und die Gemeinde hat dann schnell noch ein paar Beetstauden dazwischen gepflanzt, weil sie das nicht wollte, dass das irgendwie negativ ist. Also die wichtig ist, bevor Sie das starten in Ihrer Gemeinde, auf jeden Fall Infoarbeit zu leisten. Wichtiges Infoschilder, zum Beispiel in Mauerbach haben sie auch überall ganz tolle Infoschilder aufgestellt, damit die Leute wissen, es ist so beabsichtigt und wer damit gefördert wird. Und sie können auch mit ihren Dorfvorstehern und mit ihren Verschönerungsvereinen das vorbesprechen, vielleicht die Pläne vorher abpräsentieren, das in die Gemeindezeitung reinschreiben, also ganz viel Info vorab, damit die Akzeptanz gesteigert wird und damit die Leute wissen, warum man das jetzt so macht. Ein weiteres Projekt, wo man uns mit naturnahen Staudenbeeten beschäftigt hat, war natürlich Bunt. Das liegt schon ein bisschen länger zurück. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört bei einem unserer Vorträge. Da ging es auch darum, Staudenbeete anzulegen mit einem mehr wiesenartigen Charakter. Das war so eine Mischung. Da wurden die Pflanzen einerseits so Topfpflanzen gesetzt und andererseits wurde da angesät. Also beides wurde da gleichzeitig gemacht. Und man sieht, das ist ein sehr, sehr farbenprächtiges Ergebnis, das da auch rausgekommen ist. Sehr attraktiv. Und da gibt es auch die Pflanzpläne dazu auf unserer Webseite. Und da wurden auch 4 für eher trockene und heiße Regionen erstellt und 3 Pflanzpläne gibt es für ein bisschen die kühleren, regenreicheren Regionen von Niederösterreich. Auch da gibt es eben wieder so Pflanzpläne dazu, damit man weiß, wie in welcher Anordnung man die Pflanzen aussetzt. Und eine Beschreibung von den einzelnen Arten, wie hoch sie werden, welche Farbe sie blühen und in welcher. Und wann sie blühen, genau, das ist der Link dazu, wenn Sie sich das mal anschauen möchten. So, Dani, du drauf. Darf ich dich kurz unterbrechen? Im Chat wird viel diskutiert und es sind ein paar Fragen aufgetaucht.
Da ist noch eine Frage übrig geblieben, die ist, also bezieht sich noch auf das Gemeindebeispiel. Und zwar, wann verwendete Pflanzen doch züchterisch verändert sind, zum Beispiel der Steppensalbei bezüglich der Farbe oder der Allium, also dieser Zierlauch, ist auch nicht heimisch. Wie stehst du dazu? Ja, wie gesagt, also es ist, man kann das rückmischen, um da einfach das Beste aus beiden Welten rauszukriegen. Beim Allium ist halt diese tolle Farbenprächtigkeit. Das, also die Beta hat die Frau Polle geplant, müsste man sie am besten fragen. Der Steppensalbei, ich glaube nicht, dass der züchterisch bearbeitet worden ist. Ich glaube, dass das sind diese von einem Wildstandort die Samen, die da genommen worden sind. Es gibt viele Salbearten, die züchterisch bearbeitet worden sind, aber ich denke im Fall von Morbach wurde die Wildform verwendet. Genau, das ist halt, ich aber nur vermuten, weil wie gesagt. Und das ist ja immer ein Stück weit eine individuelle Entscheidung der jeweiligen Gemeinde, ob es jetzt reine Wildstaudenbeete sind oder ob man es eben mit Beetstauden mischt. Also ich glaube, wenn man damit die Akzeptanz steigert unter der Bevölkerung, weil es eben dann länger oder mehr attraktiv ausschaut, also mehr über das Jahr gesehen, dann ist das absolut begrüßenswert. Und es gibt ja auch viele Beetstauden, ja, die auch ökologisch wertvoll sind. Ja. Also das ist ja nicht so, dass das nur Wildstauden das sind. Auch viele von den Beetstauden haben einen hohen Wert für Insekten. Vielen Dank, Martina. Dann ist noch angesprochen worden die Problematik, dass die Stauden manchmal zu weit auf die Straße hängen. Oder ist das kein Problem? Also die Frau Prader hat auch da schon kurz geantwortet, dass das eben schon wichtig ist, dass die nicht zu weit raushängen und dass das oft halt bei viel Regen vielleicht einmal passieren kann, wenn die Pflanzen zu hoch werden. Ja. Was sagst du dazu? Absolut. Also die Verkehrssicherheit ist auf jeden Fall wichtig. Auf das muss man achten. Und dann gibt es nur zwei Fragen zum Thema Mulch. Kommt das noch? Sollen wir das später machen oder machen wir es gleich? Zum Mulchen machen wir es vielleicht später. Gut, dann hebe ich es mir auf. Wenn ich die Pflanzung eingehe von den Beeten. Dann hebe ich es mir auf und dann machen wir das dann am Ende. Gut, dann lasse ich dich wieder weitermachen. Bitte. Okay. So, da sind wir eigentlich schon jetzt bei der Anlage von Beeten. Wichtig ist mal zu schauen, was habe ich denn jetzt eigentlich für einen Boden? Ist er in einem guten Zustand? Ist da ein guter Wasserabzug? Also Staunässe sollte nicht sein. Und vor allem auch frei von Wurzelunkräutern, ja. Weil wenn Sie da jetzt schon lästige Sachen wie Quecke oder Wind oder so drinnen haben, ja, sind da eigentlich Wildstand. Aber man selektiert sie ja trotzdem wieder aus. Wenn Sie die schon drinnen haben, dann werden die einfach wiederkommen und können sagen, ja, okay, das toleriere ich. Oder wenn ich das nicht möchte, dann ist eben eventuell ein Bodenaustausch empfehlenswert. Und wenn eventuell kann man dann eben auch eine Drainageschicht noch reingeben, um eben zu gewährleisten, dass ein guter Wasserabzug ist. Und die Erde und das Substrat dann natürlich auf die Stauden abstimmen. Das wird im Fall von Wildstauden meistens eher ein mageres Substrat sein. Genau, dann kommt man zur Pflanzenauswahl. Das erfordert eben Fachwissen. Es geht ja nicht nur darum, Wildpflanzen auszusuchen, sondern auch, dass die dann doch auch, soll ja trotzdem auch ein ansprechendes Bild ergeben, ja, welche Pflanzen man gut miteinander kombinieren kann, damit es optisch ein gutes Bild gibt, damit sie in ihren Pflegeansprüchen zusammenpassen und in ihren Ansprüchen an den Boden und das Klima, ja. Da würde ich empfehlen, auf jeden Fall auf also entweder schon so fertige Pläne zu nehmen oder dann auf eine Fachberatung zurückzugreifen. In Niederösterreich ist das zum Beispiel möglich für Gemeinden in Form der Gestaltungsberatung für Natur im Garten. Und was man bei den Wildstauden auch noch beachten sollte, auf jeden Fall ist die Verfügbarkeit, weil das ist doch noch ein bisschen ein Nischenthema. Es gibt schon ein paar Gärtnereien, die, das komme ich noch später darauf hin, die Wildstauden vermehren und verkaufen. Aber es ist noch nicht so ein ganz großes Angebot, ja. Und wenn Sie jetzt in Ihrer Gemeinde bestimmte Pflanzen möchten, eine bestimmte Art oder vielleicht eine größere Menge brauchen, dann würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, dass Sie jetzt erstmal bei den Gärtnereien nachfragen, ob die überhaupt so viel zur Verfügung haben, damit Sie dann nicht das Problem haben, dass Sie dann das, was Sie wollen, gar nicht gerade bekommen, ja. Zum Thema Pflanzenauswahl. Gibt es auch noch auf unserer Website aus dem Projekt Symbio, hat mein Kollege der Stefan Streicher von unseren heimischen Wildpflanzen im Bereich Wald- und Weinviertel knapp 50 von den empfehlenswertesten Arten, die
die man so im Bereich von Straßenbeten verwenden kann, schon mal quasi ausgewählt und ein bisschen beschrieben. Ja, es ist ein bisschen weniger zu lesen als der 500-Seiten-Wälzer. Und das sind schon mal ist schon mal ein guter Grundstock quasi an Stauden, die sich eignen. Dann komme ich zur Pflege und da werde ich dann vielleicht auch noch gleich die Fragen zum Mulchen beantworten. Das passt dann gut dazu. Im Prinzip sind Staudenbeete und auch mit Wildstauden pflegeextensiv. Das heißt, wenn man sie gut anlegt, wenn man die Pflanzen gut abstimmt, dann brauchen sie nicht sehr viel Zeit in der Pflege, aber sie brauchen eben Fachkenntnis. Hat auch die Frau Prader schon gesagt. Wenn man sie auf den Standort abstimmt, dann sollte eigentlich Bewässerung kein Thema sein, sondern nur in der Anwuchsphase, so wie da am Bild, da brauchen sie halt Wasser, die Pflanzen. Wenn wir jetzt so ein extrem trockenes Frühling wie heuer haben und es geht vielleicht noch so weiter, ist es eine Ausnahmesituation, dann kann man natürlich auch überlegen, zusätzlich zu bewässern. Aber prinzipiell sollte man die Pflanzen so so auswählen, dass sie halt keine zusätzliche Bewässerung brauchen. Auch Dünger und Pflanzenschutz sind bei Wildstauden eigentlich kein Thema. Ja. Der Rückschnitt erfolgt in der Regel dann im Frühling von den Stauden. Man lässt sie eben über den Winter stehen. Beikraut wird aufkommen dazwischen, kommt darauf an, wie dicht die Bepflanzung dann schon ist. 2 bis 3 Mal jährlich circa werden sie mal durchgehen müssen, Beikräuter rauszuholen, das ist bei allen Staudenbeeten so. Und empfohlen ist, wenn sie gleich im Frühling damit anfangen und gleich die kleinen Pflänzchen rausholen, dann sammeln sich die nicht aus und dann haben sie später ja weniger damit zu tun. Und dann empfehlen wir auch die Beete zu mulchen. Das hat mehrere Gründe, unter anderem unter der Mulchschicht hält sich die Feuchtigkeit besser. Dani, du sagst mal gleich, welche Fragen da noch im Chat gekommen sind dazu. Genau, die Frage war, womit mulchen? Also Rindenmulch, Kies oder gar keiner, was ist am sinnvollsten? Ja, das ist eine Frage, die kann ich jetzt nicht so einfach beantworten, weil es gibt mittlerweile eine große Bandbreite. Es gibt so die organischen Mulchmaterialien, da gehört eben Rindenmulch dazu oder Holzhäcksel und da gibt es Schäben, sagt man, von Miskanthus oder von Hanf, ja, da gibt es schon einiges. Und dann gibt es jetzt das Mineralische, das man mit Kies mulcht zum Beispiel. Und das hat beides Vor- und Nachteile. Und da würde ich Ihnen empfehlen, wir haben da ein eigenes Webinar zu dem Thema, dass Sie das vielleicht da mal nachlesen oder nachhören. Und wir haben auch ein Infoblatt dazu, weil es hat natürlich Vor- und Nachteile. Ja, die organischen Mulchmaterialien, kurz zusammengefasst, die sind schneller, die bauen sich schneller ab. Die muss man alle 2 bis 3 Jahre nach immer wieder erneuern. Aber dafür heizen sie sich nicht auf. Kiesmulch heizt sich wieder auf. Ja, das könnte dann auch unerwünscht sein. Aber da muss man halt schauen, dass man dann eine große Bepflanzung hat. Ja, so ganz kurz zum Thema Mulch. Das erfüllt eben ein eigenes Webinar aus, wenn man das da intensiver drauf eingeht. Ja, und bei den Staudenbeeten, auch bei den Wildstauden ist es so, dass man alle 10 bis 15 Jahre überlegt, ob man das Beet dann wieder rund erneuert, wenn es gar nicht, wenn manche Stauden vielleicht verschwunden sind oder manche überhand nehmen, dass man da wieder ein bisschen die Optik wieder mehr dorthin bringt, wie man es ursprünglich wollte oder wie es gewünscht ist. So, und da möchte ich noch hinweisen drauf, wir haben auch im Projekt, auch in dem Projekt Symbio, was wir heute schon ein paar Mal erwähnt haben, sind auch Videos erstellt worden, so Kurzvideos, und da gibt es ein Video zum Thema Pflanzung und ein Video zum Thema Pflege. Ich glaube, der Link zu dem Thema, zum Projekt Symbio ist, glaube ich, eh schon mal in den Chat gestellt worden. Und dort finden Sie eben diese Musterbeete, dort finden Sie diese ausgewählten Pflanzen, diese Liste, und dort finden Sie zum Beispiel auch diese Videos. Lade Sie ein, da mal reinzuschauen. Und da gibt es auch ein tolles neues Infoblatt zum Thema Staudenunterpflanzung, da komme ich gleich dazu. Ja, jetzt sind wir bei den Bezugsquellen. Wo kriege ich jetzt Wildstauden her? Ich habe hier ein paar von den Betrieben aufgelistet, die Partnerbetriebe sind von Natur im Garten. Die sind in Niederösterreich, aber auch in anderen Bundesländern. Und ganz unten, das ist zum Beispiel eben diese wilde Blume, die in Mauerbach
Die hat die geplant, die Paula Pollack hat das geplant in Mauerbach und die hat eben auch ihren eigenen Betrieb, also die hat auch ihre eigenen Pflanzen und die haben auch Saatgut und versenden das auch an einen Versandhandel. Aber es gibt auch eben noch andere Gärtnereien und Sie können das gern mal, also ich glaube, also ein Grundsortiment an Wildstauden haben schon sehr viele Gärtnereien. Erkundigen Sie sich einfach mal bei den Gärtnereien, die bei Ihnen in der Umgebung sind, was Sie die schon anbieten. Das sind einfach nur ein paar Beispiele, das ist längst nicht vollständig. So, und hier noch ein paar von den Infoblättern, die ich da empfehlen möchte, wenn Sie mehr in das Thema einsteigen möchten. Wir haben die Broschüre Schmetterlinge oder das Infoblatt Blüten und Bestäuber, wo das Verhältnis zwischen Insekten und Blumen nochmal ein bisschen näher erklärt wird. Aber wir haben das Infoblatt Baumscheibenbepflanzung, wo auch zu ökologisch wertvoller Baumunterpflanzung eingegangen wird oder eben Staudenpflanzungen im öffentlichen grünen Raum. Jetzt dann ein kurzes Resümee, zusammenfassend am Ende vom Vortrag. Also das Tolle an den Wildstauden ist, sie haben einen ökologischen Mehrwert. Sie sind robust, widerstandsfähig und anspruchslos, wenn man sie eben den Standort entsprechend auswählt. Und ein naturnahes Erscheinungsbild. Ja. Wichtig ist, dass man Akzeptanz schafft, bevor man das in der Gemeinde macht. Und das hier soll nicht Minus sein, sondern einfach nur so ein Bindestrich. Also achten Sie dann auf die Verfügbarkeit und dass eben diese dynamische Entwicklung von den Stauden eine gewisse Pflanzenkenntnis braucht, damit man das machen kann, damit der Bauhof dann nicht frustriert ist. Also entweder jemand schult im Bauhof oder die andere Möglichkeit ist, dass man es auslagert an einen Gärtner in der Nähe, der dann die Pflege von den Stauden übernimmt. Damit bin ich am Ende vom Vortrag und sage mal herzliches Interesse und bin gespannt, oder gibt es noch Fragen im Chat aufgetaucht sind. Ich sehe da immer nur so, es tut sich ganz viel, aber es sind viele Infos, die in den Chat reingestellt werden und eine Frage habe ich mir noch aufgehoben, die wir da in der ganzen Fülle wahrscheinlich nicht beantworten können, nämlich wie die Blumenwiesen gemäht werden mit der Sense oder mit dem Mäher. Mhm. Ich möchte nur ganz kurz dazu was sagen und sonst möchte ich den Hinweis darauf geben, dass wir schon Blumenwiesen-Webinare abgehalten haben und die sind alle auf Kommunalnet zu finden, also da gerne nachschauen, da gibt es viele, viele Infos dazu. Genau, also Wildstauden, das ist also ein Übergangsbereich zu den Wiesen, weil Wiesen natürlich auch aus Wildstauden bestehen. Und deswegen meine Antwort, also für die Insekten in der Wiese wäre es am schönsten, wenn man zum Beispiel mit der Sense mäht. Wenn man da jemand hat und es nicht so große Flächen sind, kann man das auf jeden Fall machen. Und wenn schon größere Flächen sind, dann kann man Balkenmäher nehmen. Es sollte auf jeden Fall was langsam Rotierendes sein, wenn es ein Mähwerk ist. Also Balkenmäher sind da gut. Es sollten keine Trommel- oder Scheibenmähwerke sind. Die sind für die Insekten ganz furchtbar. Und auf Böschungen oder so kann man auch noch so Motorsensen nehmen. Und da haben wir auch ein eigenes Infoblatt und da steht das ein bisschen erklärt, mit was man am besten mäht und zum Beispiel welche Zeiten besser sind, um die Insekten zu schonen bei der Maat. Ja. Super, danke Martina. Dann war noch eine organisatorische Frage im Chat bezüglich Teilnahmebestätigungen. Die können Sie gerne bekommen, da einfach mit der E-Mail-Adresse, unter der Sie sich angemeldet haben, an gemeindewebinar@naturimgarten.at ein kurzes Mail schreiben. Wir schicken Ihnen gerne eine Teilnahmebestätigung zu. Mhm. Gut, vielen Dank, liebe Martina. Also ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Danke für die vielen Informationen zu diesem spannenden Spezialthema Wildstauden und dass du uns ein paar wirklich tolle Wildstauden und Bilder gezeigt hast und dass du auch uns gezeigt hast, wie hübsch und gleichzeitig nützlich man diese Wildstauden in der Beetgestaltung wirklich gut einsetzen kann. An dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt von dir, sag nochmal danke für deinen Beitrag. Bis bald, Martina Lill-Reiner. Ich verabschiede mich auch sehr herzlich und nochmal Go Wild, also Mut zur Wildnis in Ihrer Gemeinde. Auf Wiederhören. Gut, ich stoppe jetzt einmal die Präsentation von der Martina und habe dann das Angebot von Natur im Garten für Sie, das ich Ihnen dann jetzt auch zeigen möchte.
Es wird heuer im Frühling noch Vorführtage zum Unkrautmanagement geben, also so Maschinenvorführungen mit unterschiedlichen Herstellern und den verschiedensten Geräten und Maschinen für den Einsatz zum ökologischen Unkrautmanagement. Und das sind die Termine. Also wir haben in jedem Viertel, in jeder Region in Niederösterreich einen Vorführtag geplant. Also am 30. Mai im Mostviertel in Amstetten, am 31. Mai im Weinviertel in Gnadendorf, am 1. Juni im Industrieviertel in Ternitz und am 2. Juni gemeinsam Waldviertel und Region Niederösterreich Mitte in Langenlois. Also da lade ich Sie recht herzlich ein, vorbeizuschauen und sich die verschiedenen Geräte anzuschauen. Vielleicht ist ja für Ihre Gemeinde noch etwas dabei, was Sie gut brauchen können, um das Unkraut ökologisch in den Griff zu bekommen. Gut, hier ist noch das weitere Angebot. Was jetzt da nicht draufsteht, ich möchte Sie auch gern hinweisen auf die Nachlese zum Natur- und Gartengemeindetag, der vorige Woche stattgefunden hat. Den Link, den finden Sie dann gleich auch im Chat. Also da gibt es ganz viele Präsentationen zum Nachschauen, vor allem zum Thema Baum. Also bitte einfach gerne reinklicken. Die Symbio-Videos zum Thema, zum heutigen Thema, also zur Staudenpflege und zur Staudenpflanzung, ist auch schon in den Chat gestellt worden. Und dann gibt's für ganz kurz Entschlossene noch ein paar freie Plätzchen im Lehrgang für ökologische Grünraumpflege. Der startet am 29. März in die mittlerweile 15. Runde. Und das ist ein Kurs für Ausführende im öffentlichen Grün, die in der Grünraumpflege jetzt vielleicht noch keine entsprechende Ausbildung haben. Es ist sehr praxisorientiert und es wird eben gärtnerisches Basiswissen zur umweltfreundlichen Pflege von Grünräumen da in diesem Lehrgang vermittelt. Über das Projekt Jobchance, das im April startet, haben Wiedereinsteiger und Menschen über 50 Jahre in Form von befristeten Arbeitsverhältnissen die Möglichkeit, sich zum Grünraumhelfer oder Grünraumhelferin ausbilden zu lassen. Und wie gesagt, das Projekt startet im April und sowohl Gemeinden als auch interessierte Personen, die dort teilnehmen möchten, die können sich gern beim AMS melden oder auch Auskunft bei der Mag Menschen und Arbeit GmbH erhalten unter der Nummer 02742 9005 16462. Ich werde dann die Nummer dann auch noch in den Chat stellen. Ab Mai startet auch der Lehrgang Obstvielfalt in Gemeinden und Städten. Also das ist eine Ausbildung für Naturvermittlerinnen und Naturvermittler mit dem Schwerpunkt Obstvielfalt eben in Gemeinden und Städten. Also da kann man auch noch teilnehmen. Und auch im Mai, und zwar am 21.05., findet sowohl vor Ort auf der Gartentullen als auch online von zu Hause aus die Fachtagung Gartenpädagogik statt. Die ist ja, finde ich, auch ganz wichtig, weil Kinder brauchen Natur und zwar genau jetzt mehr als je zuvor, kann man ja fast sagen. Da kommt auch der Link im Chat. Und natürlich gibt es Fördermöglichkeiten, wenn Sie als Gemeinde Ihre Grünräume ökologisch neu bepflanzen möchten, umgestalten möchten und auch wenn Sie klimafitte Orts- und Begegnungszentren schaffen wollen, da gibt es sogar eine Sonderförderung dazu, auch da kommt der Link in den Chat. Und dann gibt es auch kostenlose Pflegeberatungen und kostenlose Blumenwiesenberatungen. Also wir Regionalberater kommen gerne zu Ihnen vor Ort und unterstützen Sie. Und dann gibt es auch geförderte Gestaltungsberatungen für Neu- und Umgestaltungen in der Gemeinde. Und das Herz von Natur im Garten, das ist das Gartentelefon und die Grünraum-Servicestelle. Die Nummer habe ich zu Beginn ja auch schon gesagt. Das ist 02742 74333. Und da ist ein kompetentes, bunt gemischtes Team, das, ich würde mal sagen, wirklich alle Fragen beantworten kann. Und dann, wichtig, gibt es natürlich auch die Natur im Garten Gemeindetafel, die Sie hier im Bild auch sehen. Die erhalten Sie, sobald Sie die Kriterien von Natur im Garten als Gemeinde einhalten und auch den Beschluss im Gemeinderat fassen. Und bei Fragen dazu wenden Sie sich gerne an uns und wir. Das ist die Theresa Steiner für Niederösterreich Mitte, links oben im Bild, die Martina Lill-Reiner aus dem Weinviertel, die heute auch diesen wunderbaren Vortrag für uns gehalten hat, rechts oben
im Bild. Links unten ist Bernhard Heidler, er ist fürs Mostviertel ihr Ansprechpartner. Rechts unten Petra Hirner im Industrieviertel tätig und in der Mitte, das bin ich, mein Name ist Daniela Tüchler und mich können Sie gern kontaktieren, wenn Sie eine Gemeinde aus dem Waldviertel sind. Gut, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchte jetzt auch noch bitten, uns dann gleich nach dem Webinar eine kurze Rückmeldung an einer digitalen Pinnwand zu hinterlassen. Der Link, der erscheint jetzt dann gleich auch im Chat. Erzählen Sie uns gern, was Ihnen gefallen hat, was Sie gern anders hätten und geben Sie uns Feedback, welche Themen Sie sich für die Zukunft sozusagen wünschen. Gut, dann habe ich nur die nächsten Webinartermine und bevor ich aber die nächsten Webinare vorlese, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das hier morgen ganz, ganz wichtig ist. Morgen findet nämlich ein Lauf für die Bäume statt, der sogenannte Tree Run. Und zwar wird für jeden Teilnehmer, der damit dabei ist, ein Bäumchen in Niederösterreich gepflanzt. Also Sie können sich da gerne anmelden. Wir stellen dann den Link auch gleich in den Chat und dann einfach mitlaufen, mit Wandern, mit Spazieren oder mit Walken, wie auch immer. Dann brauchen Sie nur mal Ihre erfolgreiche Teilnahme bestätigen, sich eintragen und dann ist sozusagen Ihr Bäumchen in Niederösterreich gesichert. Gut, dann zeige ich Ihnen noch die Webinartermine, die im Frühling heuer noch anstehen, also im April, am 29. April haben wir das Thema Neophyten mit Ragweed, Staudenknöterich, Springkraut und Co. Am 27. Mai widmen wir uns dem Thema Lichtverschmutzung. Am 24. Juni geht es um die begrünten Fassaden mit Kletterpflanzen oder Stauden. Genau, und auch im zweiten Halbjahr werden wir wieder fortfahren, da kommen dann die Themen voraussichtlich im Mai. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Dabeisein heute. Ich sage danke an alle, die im Chat mitdiskutiert haben, alle, die den Chat mitbetreut haben. Danke an die Technik im Hintergrund, an die Referenten Martina Lille-Reiner und Gemeinderätin Ursula Prada aus der Gemeinde Mauerbach. Und natürlich sage ich danke an alle, die heute hier mit dabei waren. Erzählen Sie gern weiter, dass es dieses Format für Gemeinden jeden letzten Freitag im Monat gibt. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag und ein herrliches sonniges Frühlingswochenende und ganz viel Spaß beim Tree Run. Bis bald, pfiat euch und ab in die Laufschuhe. Alles Gute!